Herzlich willkommen zurück auf dem azurblauen Ozean von Nita. Ich bin der Heizmeister und dies ist Folge 4 der Wildflayer-Kampagne. Ich befinde mich momentan, wie man unschwer erkennen kann, im Designer-Mode und zwar an Bord meines experimentellen Schiffs, der Velocity. Das ist sozusagen ein Tragflächenboot. Nur ohne die Tragfläche. Ja, ein Trimaran als Tragflächenboot aufgebaut. Naja. Ja, wie dem auch sei, es ist ein bisschen Zeit her, seitdem ich das letzte Mal eine deutsche FTD-Folge rausgebracht habe. Ich hatte in der Zwischenzeit leider ein bisschen viel zu tun, aber ich denke, das dürfte sich jetzt erledigt haben. Also denn, ohne weitere Vorankündigung, würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die Kampagne. Ich habe da ein paar Neuerungen vorbereitet, so im Hintergrund. Vielleicht kommen wir ja dazu, sie einzusetzen. Tja, und wir beginnen auch gleich mitten in der Action, denn anscheinend wurde eine Flotte am Ende der letzten Folge blockiert und die beschädigte Monasterium muss jetzt zusammen mit einem Speedy Boy und einem Geschwader Phoenix Abfangjäger sich gegen einen Earthraker behaupten. Das sollte, nehme ich an, mal gut gehen. Ich sagte nehme ich an, denn wenn der Earthraker sich auf die Monasterium konzentriert, dann haben wir hier gleich Probleme. Wie dem auch sei, los geht's. Und haben wir hier irgendwas? Ach, das ist der Earthraker. Genau. Direkt schon getroffen. Sehr schön. Und AI dead. Ah, so will ich das sehen. Naja, das war ja erstmal, würde ich sagen, kein Problem. Also, her mit den Ressourcen und dann muss ich mich mal zurückziehen, würde ich sagen. Denn, das sieht man nämlich gleich. So, dann haben wir noch einen Piercer, der hier ankommt. Die drei hier versuchen gerade das Geländefeld einzunehmen. Ah, naja, das dauert noch ein bisschen was. Ich habe hier übrigens eine Nachschuboperation eingerichtet. Die Ressourcenzone, die ich erobert habe, die versorgt erstmal alle anderen Flotten hier vorne mit Nachschub. Ich werde die, wie gesagt, hier die Ressourcen nicht ans Hauptquartier liefern. Vorerst. Was ich allerdings mache, ist, ich werde den Apollo zum Hauptquartier schicken. Dort wird er dann verschrottet und wir kriegen dann ein neues Schiff, das an die Front geschickt wird. So. Nun müssen wir uns aber ein bisschen mal um ein paar andere Sachen kümmern. Ich glaube, es gab in der Zwischenzeit ein paar Updates, die ich an einigen Fahrzeugen vorgenommen habe. Und anscheinend noch nicht. Die Monasterium wurde vollständig repariert. Und ich denke, ich kann mich jetzt mit ihr um den Piercer kümmern. Dann wollen wir mal. Das sollte sie doch alleine schaffen, denke ich mal. Jo. Feuer frei und gib ihm. Mach mal ordentlich. Da ist der Piercer. Wir kennen ihn ja schon. Kleines Schiff. Sehr kompakt, aber ungewöhnlich teuer für seine Größe. Liegt wahrscheinlich auch an der Partikelkanone, die hier im Schnellfeuermodus ist. Das ist merkwürdig. Eigentlich ist es eher so, dass man Partikelkanonen lange genug aufladen möchte, um dann einen äußerst tödlichen Schuss loszulassen. Einen richtig starken Schuss, der dann direkt großen Schaden beim Feind anrichtet. Kann das ja einstellen, ne? Bei den Partikelkanonen auf den Piercing-Modus, dann hat der einen hohen panzerbrechenden Wert. Oder Einschlag, oder Explosions- oder sogar EMP-Modus. EMP ist eigentlich richtig gut bei Partikelkanonen. Das ist eine der sichersten Methoden, das Ziel mit einem EMP-Schlag zu treffen. Ja, und jetzt hat der Piercer auch Feierabend, jetzt ist Schicht im Schacht. Ich glaube, ich habe da nämlich irgendwas zerstört. Und wenn wir zurück auf dem Monasterium sind, da hat dieser Schnellfeuermodus der Partikelkanone nur oberflächlichen Schaden gemacht. Nicht wirklich schlimm. Das hält das Schiff jetzt schon aus. Tja, ich habe ja, habt ihr eben gesehen, dass ich den Apollo leichten Kreuzer zurückschicke. Ich habe dafür vor, etwas Größeres zu bauen, etwas Solideres. Der Apollo waren ja gegen einige White Flayer Designs ja ziemlich unterlegen, besonders diejenigen, die dann in den Nahkampfreichweite gekommen sind und weil der einfach zu wenig Feuerkraft hatte oder nicht schnell genug war, hat er sich da einfach mal zerbröseln lassen.
Und das möchte ich natürlich nicht. KI-Platt. KI-Platt. Das ganze Schiff ist ein einziger Generator, ne? Ah ja. Ja, so eine Partikelkanone braucht auch eine ordentliche Menge an Energie, um zu feuern. Und die muss man erstmal aufladen. Eine Harpune und ein paar Dragon's Claws sind gerade unterwegs und wollen hier die Banshees abfangen. Das finde ich gar nicht gut. Es kann vielleicht sein, dass jetzt gerade der Fortschritt bei der Einnahme des Territoriums zurückgesetzt wurde. Oder wird, wenn die Banshees sich bewegen. Aber das nehme ich gerne in Kauf, denn ich muss mich hier erstmal zur Wehr setzen. Die Einheiten der White Flayers dürfen nicht einfach so ungestört in mein Territorium eindringen. Na, ist ja jetzt mein Territorium. Ich hab's erobert. Okay, wo sind wir denn hier? Ah ja, Harpoon. Autsch. Das tut weh. Ja, die Banshee ist ein schwerer Jäger. Bisschen langsam, aber die hält ein bisschen was aus. Das geht schon. Oh, schnappt euch das Ding. Unterdessen habe ich hier den Speedy Boy, der gerade von den Dragon's Claws verfolgt wird. Wenn die Dinger hier in Reichweite kommen, dann wird es richtig gefährlich. Also, dann... Der dürfte eigentlich doch schnell genug sein, denke ich mal. Oh, oh, oh. Oh, oh, ich glaube, wir haben da was hinter uns kleben. Das sieht nicht gut aus. Das Ding ist nämlich leicht schneller als der Banshee, fürchte ich mal. Und es hat Ionentriebwerke, das heißt, mal ebenso in den Weltraum entkommen ist nicht. Oh ja, und das war's. Ah. Da hat's die Banshee aufgefressen. verdammt. Ja. Die sind gefährlich. Das ist nicht die Original-Dragon's Claw, übrigens. Denn ich habe die mal überarbeitet gehabt. Das ist die überarbeitete Version der Dragon's Claw von mir. Ja. Hätte ich besser nicht getan, oder? Autsch. Ach ja, bevor der Speedy Boy jetzt irgendwo ins Nirvana abhaut. Engaging now. Angreifen. Dann ziehe ich die Banshee raus. Die ist sowieso platt. Jetzt ist noch der Speedy Boy übrig. Das war ein Verlust. Die darf man echt nicht auf die leichte Schulter nehmen, die Dinger. Okay, einer hat er geplättet. Das heißt, die nächste ist dran. Wo ist sie? Ah, da hinten irgendwo. Also. Egal ob Flugzeug oder Raumschiff, die Dragon's Claw kann das Ding einholen und es sich schnappen, wenn es nicht schnell genug ist, ne, das Ziel. Na, feuert er oder was? Na also, raus mit den Dingern. Und schauen wir mal. Das sieht gut aus. Volltreffer. Okay, und die Banshees sind doch noch drin geblieben. Ach, das ist schön. Ob ich die nochmal zusammenschrauben kann, so im Feld, aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Ah, das war ein herber Verlust. Ja, pass auf. War ganz anders. Erstmal stillhalten und warten. Es ist soweit. Der leichte Kreuzer der Apollo-Klasse wurde verschrottet. Und ich habe die Ressourcen genutzt, um mir mal etwas Größeres zu leisten. Darf ich vorstellen, schon ein alter Bekannter in meiner Flotte, der Kreuzer der Arkrux-Klasse. Diesmal mit verbesserten Geschütztürmen, ja, mit mehr Feuerkraft. Damit ich nicht nur auf Panzerung achte. Jo, was haben wir hier? Schauen wir mal ganz kurz drüber. Das sind 300... 75 mm Geschütze, keine Railguns. Und zwar haben wir hier, einen Moment, Armor Piercing High Explosive halt, also APHE. Haut ordentlich rein. Gegen stark gepanzerte Ziele natürlich nicht so sehr, aber was wir machen. Dann leichte Flugabwehrbewaffnung. Also diese Dinger sind eigentlich
muss ich ganz ehrlich sagen, sind es manchmal nicht besonders wert gegen alles, was irgendwie mit Leichtmetall oder normalem Metall gepanzert ist. Holz kriegen die kleinen, aber alles darunter. Oder darüber, besser gesagt, nicht. Torpedowerfer hatte, zwei auf jeder Seite, insgesamt 6 Torpedos. Ein Raketenabwehr und halt Geschossabwehrsystem und auch kombinierte Flak hier hinten. Und nochmal so kleine, Deko, die zurückschießt, würde ich sagen. Keinerlei Raketen an Bord, also gegen kleine, wendige Ziele wird es ein bisschen zum Problem, aber ich baue mal darauf, dass die starken Hauptgeschütze den Gegner erledigen, bevor er in Reichweite kommt. Ich möchte allerdings sagen, dass da natürlich noch Platz für Verbesserungen ist. Ich überarbeite meine Schiffe mal gerne, immer mal, wenn mir irgendwas auffällt. Aber momentan haben wir erstmal 9 Kreuzer. Ab an die Front. So, und damit nicht genug. Ich habe noch zum Glück die Ressourcen gehabt, um ein neues Flugzeug aufs Feld zu schicken. Das ist der Angriffsbomber der Würmklasse. Dafür musste ich allerdings die zwei... Na gut, eine Banshee verschrotten, die andere, die haben ja die Dragon's Claw aufgefressen. Jo, der Angriffsbomber der Würmklasse ist eigentlich darauf spezialisiert, Feinde mit diesen Hohlladungsraketen, kombiniert mit EMP, zu entwaffnen, auszuschalten und, ja, ich sag mal so schön, tot im Wasser dümpeln zu lassen. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Die Dinger sind übrigens ferngesteuert, das heißt, jegliche Täuschkörper oder so machen da gar nichts dran. Schnell ist er auch, wie man sieht. Und jetzt wird das Wetter hier gerade ein bisschen schlechter. Ist nur blöd, dass das Cockpit dabei offen ist. Kleiner Designfehler, würde ich sagen. Sodele, mal eben einen kurzen Überblick über die Situation. Unser Radarsatellit ist so weit vorgerückt, dass wir die gegnerische Hauptbasis sehen können, die eine Menge Ressourcen angesammelt hat. Und sie möchte gerne eine Treachery bauen. Das könnte ein Problem werden. Auch für die ganzen Streitkräfte, die ich habe. Die Treachery ist... Moment, das ist die alte Treachery, die ich noch im Sinn habe. Die Treachery ist ja jetzt ein Träger. Ugh. Richtig, die White Flayer haben jetzt einen Träger bekommen. Obwohl das eher so ein improvisierter Träger ist. Naja. So, ich würde sagen, es wird Zeit, mal den Arcrux hier mal ein bisschen was arbeiten zu lassen. Ich werde ihm zunächst einmal befehlen, hier den Flagellator auszuschalten. Das dürfte relativ schnell gehen. Und dann nehmen wir das Geländefeld auch gleich mal ein. U-Boote bitte an die Front. Der Würm wartet hier. Und wenn wir dann soweit sind und das eingenommen haben, dann schicke ich den Arcrux hier hin und dann nehmen wir uns auch noch die Ressourcenzone. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiter vorrücken. Entweder hier über die rechte Flanke oder dann zusammen einfach wieder weiter durch die Mitte. Dann haben wir es schon bald geschafft mit dem Gorgon. So. Arcrux in Reichweite und dann... Ja gut, das ist jetzt kein fairer Kampf gegen einen Flagellator. Muss man mal so sagen. Egal, ich wollte das neue Schiff ja testen. Mal sehen, wie lange es hält, bevor ich es verschrotte. Ja, richtig. Ab in die Luft mit den Dingern. So. Halt. Ja, Feuergeschwindigkeit auf dem Arcrux ist dürftig. Langsam. Ich denke, da kann man noch ein bisschen was verbessern. Aber dafür sind die Geschosse relativ gefährlich. Ja, gut, der ging einmal durch. Panzerbrechend hochexplosiv eben. Muss ich eigentlich noch mehr sagen? Ah, das war unfair. Das war unfair. Schick mir den Arcrux mal am besten rüber und lass mir dann hier diesen Punkt hier erledigen. Da haben wir die 3 Executioner Turrets, die die Monasterium so zerfetzt haben. Dürfte schon ein bisschen gefährlicher sein, denke ich. Ein Charon schleicht sich hier gerade ran. Und jetzt werde ich in diesem Zusammenhang mal den Würm testen. Der kriegt ein wenig Unterstützung von einem Speedy Boy, denn ich habe mal... Ja,
im Designer gesehen, dass der Würmer-Angriffsbomber eigentlich eher Schwierigkeiten hat, einen Feind direkt zu zerstören. Also richtig, ja, Schaden an der Hülle oder an der Panzerung zu machen. Der nimmt ihn eher von innen auseinander. Also, Raketen raus und drauf da. Der Charon hat Abfangraketen, ja, aber ich glaube, die sind zu spät. Und das war der eigene Raketenwerfer des Charon. Kaputt. Ja, nachdem der Würm seine Ladung abgeworfen hat, dreht er halt um und kommt dann für einen neuen Angriffsflug wieder zurück. Muss jetzt auch nachgeladen haben. Ja. Ja, der dreht so ein bisschen auf der Seite, denn das Problem mit Nuflüglern hier in From the Depths ist, dass die, wenn die rollen, manchmal extrem instabil werden. Und dann sehr, sehr schwerfällig und dann fallen die mal gerne ins Wasser. Deshalb musste ich da sozusagen mit dem Vorwärtsschub ein bisschen arbeiten, dass nur ein Triebwerk dann in Kurven benutzt wird und sozusagen das ein bisschen unterstützt. Das Wenden. So, raus mit den Dingern und Speedy Boy abgekriegt. Ah, der hat ein Torpedo gefressen, oder? Ja, sieht so aus. Autsch. Ja, jetzt hat der Würm natürlich ein Problem, denn hier kriegt, glaube ich, den Charon alleine nicht platt. Deshalb hatte ich auch den Speedy Boy mitgenommen. Ich glaube, jetzt kann ich den auch rausnehmen. Das bringt so nichts. Mal schauen, worauf zielt er denn? Ah ja, immerhin. Torpedowerfer. Ne, ich würde sagen, das brechen wir mal ganz kurz ab. Wir müssen uns zurückziehen. So nicht. Und wir lassen den Rest die Monasterium machen. Meine Güte, das hat ja gedauert. So, da dachte ich mal, die Monasterium schafft das etwas schneller, aber der Charon war eindeutig besser gepanzert. Okay, was haben wir hier? Deliverance? Ja, die lassen wir durch. Da habe ich jetzt echt keine Lust, mich mit anzulegen. Also, ist kein wirklicher Gegner, aber lassen wir erstmal, ja. So, wie läuft das denn hier? Territorium wird eingenommen. Last Ride ist unterwegs. Ein Wrecker. Und das war's anscheinend. Aber zunächst einmal bewegt sich der Arcrux hier in Reichweite der Execution Turrets. Ja, den kriege ich noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das läuft. Also. Ja, wir sind auf dem Feld. Schauen, schauen, schauen. Wir haben hier die Executioner Turrets, die feuern natürlich direkt zurück. Ziemlich gefährliche Munition. Und dann würde ich sagen, feuerst du mal auf Engaging now. Den hier. Obwohl ich mit einem Schuss, glaube ich, den Flagellator plätten könnte. Ja, nicht. Ah, der spammt mich hier zu. Dann spamme ich zurück. Okay. Ah, ich bin nicht durch. Die Dinger sind ein bisschen stärker gepanzert. Die haben schwere Panzerung. Ja, wisst ihr was? Flagellator. Plätten. Jetzt. Oh, der schießt auch auf Raketen. Na stimmt, so habe ich den ja eingestellt gehabt. Und explodiert. Sehr gut. Nicht gut. Moment mal, ist nicht komplett explodiert. Verdammt. Der hält ja noch. Wie geht's dem Arcrux? Ging schon mal besser. Da kommt wieder was an. Ah, ein bisschen hat er abgefangen. Er hat einen Lams, also. Ganz so schlimm ist es nicht.
Nur das Ding schießt halt nicht auf Unterwasserziele, ne? Und, kann schon mal zum Problem werden. Torpedos. Okay, das war der Flagellator. Jetzt, die Executioner Turrets. Weg mit den Dingern. Gucken wir mal gerade. Oh, es scheint, als hätten sie unseren Maschinenraum getroffen. Ja, man hört es. Bumm. Da sind ein paar Motoren überhitzt. Jo. Das war ein direkter Treffer in den Maschinenraum. Nicht schön. Wirklich nicht schön. Jo. So wie es aussieht, ist eine noch so halbwegs aktiv, die andere komplett geplättet. Die ist weg. Denn es hat, glaube ich... Ja, hier, das ist diese Maschine mit dem wechselseitigen Generatorblock. Das ist der Hauptblock. Wenn das Ding platt ist, geht gar nichts mehr. Und dieser Hauptblock war mal hier. Ja, deshalb noch halbe Kraft. Und ein Geschütz hat es natürlich auch gefetzt. Ach, deshalb geht das nicht. Die Panzerung ist hier so dick. Schaut euch das mal an. Eins. Zweieinhalb Lagen Metall. Dann nochmal das, das. Und trotzdem kommen die Executioner Turrets da durch. Seht ihr ja mal, was die Panzerung geholfen hat. Gar nicht. So, die Türme sind platt. Jetzt ist noch dieses Ressourcengebäude da. Diese kleine Sammeloperation der White Flayers im Weg. Das heißt... Ja, funktioniert das. Ich guck mal gerade nur das mal an. Das sollte man echt bei jeder Einheit machen. Wenn man, wie ich jetzt, einen Treffer in den Maschinenraum gekriegt hat, dann kann es manchmal sein, dass bestimmte Systeme im Schiff keine Energie mehr erhalten. Und man möchte ja die Priorität zuweisen. Der Arcux zum Beispiel, der würde, wenn die Propeller keine Energie mehr hätten oder ja keine Maschinenkraft, da würde der umkippen oder nicht mehr vorwärts kommen. Deshalb haben die höchste Priorität hier. Die Schildgeneratoren die niedrigste Priorität, denn die Schildgeneratoren halten ja nur einfache Projektile ab von APS und manchmal sogar Cram. Das LAMP-System allerdings, das hält alles ab an Projektilen, Raketen und Cram. Deshalb hat das eine höhere Priorität als die Schildgeneratoren. Spinblock braucht ja gar nicht zu beachten, das ist nur für die Fledermaus hier vorne. Ja, mir war langweilig. So, letztes Gefecht für heute. Ich weiß, dass die Monasterium gerade blockiert wird, aber allerdings wird auch eins meiner U-Boote blockiert, und zwar von einer Last Ride. Das ist so eine fliegende Festung der White Flayers und sagen, da müssen wir mal ran. Ich habe Flugzeuge dabei, ich habe einen Speedy Boy, der ein bisschen repariert wird. Da helfe ich dann natürlich aus. Die Dinger und den Wurm, den setze ich hier auch ein. Der muss hier eingesetzt werden. Das Wetter ist, denkbar schlecht. So, Raketen sind raus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist ein wunderschöner Sturm hier, gerade aufgezogen. Und das ist der Last Ride. Praktisch so ein exotisches Fahrzeug, eine exotische Einheit der White Flayers. Wirft halt eben diese Harpunen ab, zieht dann einen zu sich hoch und dann wird man nach allen Regeln der Kunst filetiert. Herrlich, ne? Jo. Ich hoffe mal, dass meine Jäger und meine anderen Flugzeuge den Raketen einigermaßen ausweichen können und ich nicht davon getroffen werde. Oh. Jetzt habe ich es verpasst. AI dead. Ich glaube, das war der Wurm mit den... okay, ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ach Gott. Naja, es ist platt. Ja, es gibt einen Grund, warum ich solche... ein bisschen Respekt vor dem Ding habe, denn ich war mal schlecht vorbereitet und das hat mir mal so ein Arcux-Kreuzer aus dem Wasser gezogen. Ja, bis nach oben hier und dann filetiert. Ja. Gut, also, bevor es dann gleich weitergeht, also nicht gleich, sondern in der nächsten Folge,
werde ich mich erstmal verabschieden. Die See ist ein wenig rau, aber ich denke, man sieht sich dann demnächst wieder auf den hoffentlich dann blaueren Seen oder Ozeanen von Nieter. Ich bin der Heizmeister, macht's gut und bis dann.